einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich bin jetzt eben auf dem Weg zum Metzger. Da gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Leerpaletten brauchen. Wenn ja, Stefan Müller da mit dem Frontlader kann die abladen. Wenn nein, dann fahren wir die Leerpaletten zur Zelluloseproduktion. Ich habe denen jetzt beiden mal 3000 Euro noch überwiesen. Einfach als kleinen Anreiz, dass die sich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Mal gucken, ob das Wirkung zeigt. Wäre schön, wenn das funktioniert. Ach Gott, Fleisch steht auch noch ein Haufen da. Mist. Volker, warum? Na, hallo? Ja, der Björn hier. Grüß dich, Volker. Servus. Du Volker, wir haben mal eine Frage. Wir haben jetzt seit heute einen Praktikanten bei uns. Oh. Der fehlen aber die Führerscheine für die großen Maschinen, sprich LKW und Drescher. Mhm. Könntest du uns da ein Angebot erstellen, was uns das kosten würde, wenn er die machen würde bei dir? LKW sind normal ungefähr 7000. 7000? Ja. Der Drescher brauche eigentlich nichts. Achso, okay. Ja, und Großtraktor lag bei 3000. Also sage und schreibe alles zusammen 10. Ja. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Wann müsstest du denn da... Da könnten wir uns dann kurzfristig bei dir melden. Ja. Alles klar. Dann wissen wir da Bescheid. Jo, bis dann. Danke dir, bis dann. Ciao. Tschüss. So, servus. Servus. Ich sehe gerade, hier liegt auch noch ein Haufen... Da habe ich auch noch einen Haufen Steak rumliegen. Ob das noch ist? Ich weiß nicht, wie lange das schon draußen liegt. Ah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alter. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mir die Leerpaletten zum Sägewerk fahren, zur Zelluloseproduktion fahren? Dann ja. Dann lade ich das Zeug hier. Kann ich machen. Jo, beide Karton rein, was geht, und wenn was überbleibt, beide Papier rein. Weil der Tunnel los ist, bei dir unten. Industriegebiet. In Feldkirchen. Okay.
Gut, aber bitte erst zuerst bei der Karton rein. Ja. Gut. Tschüss. Ciao. Oh Gott. Alter, dass hier noch so viel Zeug rumsteht, daran habe ich gar nicht gedacht. Ist ja mega viel Geld, was hier rumsteht, glaube ich. Mal gucken, wie schnell man das verladen bekommt. Je schneller, desto besser, das ist klar. Ich glaube, das Fleisch, das wollte ich eigentlich schon ewig verkaufen. Also wenn wir so verladen, dann dauert es ein bisschen länger. Zum Glück sind es Kühlboxen. Ein bisschen doof ist, dass Steak gerade nicht so viel wert ist. Jetzt hätten wir das zusammen verkaspern können. Aber so ist es halt. Gerade ein paar Stangen dran, nicht dass uns das flöten geht. Da setzen wir dann nachher oben drauf noch eine Reihe Steaks oder so.
haben wir hier eigentlich für einen Traktor? Traktor. 724 Fendt. Fährt 50, ist somit ein Großtraktor. Das heißt, wenn es ist, können wir die Fahrerprüfung auch mit dem hier machen. Ich will ja immer gucken, dass es ein bisschen praktisch auch für mich ist. Heißt, dann können wir das auch dann einfach sagen, man macht irgendeine Transportfahrt mit Ladung gleich mit dabei. Wobei, da müssten sie eigentlich auch noch einen Anhängerführerschein machen. Ja, wobei man den Anhängerführerschein würde ich Ihnen dann wahrscheinlich so mit dazugeben. So ist er nicht. Es hat ewig gedauert, bis ich mal jetzt dazu kam, hier beim Metzger irgendwas zu machen. Ne? Ich habe hier noch ein paar was zu. Nicht wirklich. Zeigt er mir eigentlich nur zwei Drittel volle Palette an. So, Würstchen gehen gerade richtig ab und zwar beim Edeka. Wenn der mir gleich ein gutes Angebot macht oder die Tage. Dann wird man die da verkaufen. Muss ich gerade mal noch gucken mit dem Steak. Karton, ein wäre schön gewesen, wenn ich die. Ah, warte mal, was war? Holzkohle ist auch im Angebot. Klingeling. Jo, wie weit bist du? Bin unten angekommen. Wo unten? Aha, an der Produktion. Zellulose. Ja. Okay. Wenn du damit fertig bist, kannst du dann ins Sägewerk fahren? Ja. Du hast den LKW. Dann würde ich da auch so schnell wie möglich hinkommen. Mhm. Weil da müsste man dann Holzkohle aus verladen und die müsste dann zu Holz und Michel. Ja. Da nehme ich gerade ein Angebot drin mit 514 Euro. Und vielleicht nehmen wir die Holzscheitel auch gleich dazu, weil das steigt der Preis gerade auch. Okay. Da könnten wir gut Geld verdienen. Ja, dass wir mehr wegbekommen, können wir doch den Anhänger und den LKW zusammenschließen. Deshalb wollte ich eigentlich, dass du einen Anhänger, den LKW dienst. Was ja, müssen wir einmal schnell zum Malern rüberfahren. Zum Neumann. Ja, oder du fährst einfach zum Händler. Und zum Händler. Das wäre geschickt. Also ich fahre jetzt schon mal zum Edeka und guck mal, wie sich der Preis entwickelt. Und dann schauen wir mal. Ja. Weil Edeka zahlt gerade über 600 Euro für die Würstchen. Eine Sache noch. Ich hatte, wo du mir den Anhänger gegeben hast. Wie viele Paletten hattest du drauf? Ich habe einen Teil beim Metzger rein. Alles gut. Deshalb war ja, weil so. Jetzt hier eine gefehlt hatte, deswegen habe ich mir schon die Sorgen gemacht, dass ich die auch nicht verloren habe. Nee, nee, die war bei mir jetzt, ja. Okay. Gut. Danke dir schon mal.
Jo. Ciao. Ciao. So, ich will jetzt noch kurz gucken, wie viel denn eigentlich so eine Palette hat. Auch 4000. Warum ist denn nur 4000 hin? Aber wenn so ist, dann ist es so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis nächste Woche, beziehungsweise bis morgen für euch. Macht's gut. Tschüss.